Dazu spreche ich jetzt mit Jasmin Riedel. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Universität der Bundeswehr München. Ein Minister wird entlassen, die Regierung regiert weiter ohne Mehrheit. Der Kanzler will die Vertrauensfrage stellen. Gab es so etwas schon einmal in der politischen Geschichte der Bundesrepublik? Also klar, wir können uns zurückerinnern auch an die 60er Jahre und auch da hat die FDP und die SPD dann auch nicht mehr miteinander regieren können. Auch, dass der Ton auch schon mal harsch wurde, das kennen wir auch schon aus der Geschichte. SPD gegen FDP, es gibt ja zwei Sichtweisen dessen, was da gestern passiert ist mit Blick auf Wahlkampf und Neuwahlen. Wem wird eher geglaubt? Ja, das ist die große Frage. Wer schafft es hier, die Deutungshoheit zu erhalten und zu bekommen? Und ich denke, dass sowohl Olaf Scholz für die SPD als auch Lindner für die FDP jetzt sehr darum kämpfen werden, die Deutungshoheit dafür zu bekommen, dass Lindner eben gesagt hat, also er wäre bereit gewesen, einen ordentlichen Abschluss dieser Regierung zu begleiten. Und Scholz eben gesagt hat, dass Lindner im Grunde da nicht mehr für zu bereit war, hier die staatliche Verantwortung zu übernehmen. Und das ist insofern relevant, weil das meines Erachtens große Auswirkungen auch auf die Möglichkeiten besserer Wahlergebnisse und bei der FDP sogar den Einzug in den Bundestag haben wird. Die Regierung hat ja keine Mehrheit mehr und der Wahlkampf hat gestern Abend auch begonnen. Wie kooperativ werden die Beteiligten Ihrer Einschätzung nach in den nächsten Wochen sein? CDU-Chef Merz hat sich heute Morgen ja auch schon dazu geäußert. Ja, also ich denke, dass da nicht allzu viel Kooperationsbereitschaft zu erwarten ist. Also einerseits, die Union hat ganz klare Ambitionen zu regieren. Die Union, würde ich auch sagen, unter diesen jetzigen Partnern und Oppositionsparteien, auch diejenige, die vielleicht das größte Interesse hat an Neuwahlen, abgesehen von den Rändern AfD und dem BSW. Aber entsprechend werden sie auch von Olaf Scholz, der ja jetzt noch diese Regierung mit den Grünen weiterführt, einiges abfordern. Und ich frage mich tatsächlich, wie es Scholz und auch den Grünen gelingen möchte, hier jetzt den Haushalt auf die Beine zu stellen. Was sind denn jetzt die Interessen der einzelnen Parteien und welche Rolle wird die Opposition spielen? Also die Opposition kann jetzt hier tatsächlich das Zünglein an der Waage sein, also mit Opposition vor allen Dingen die Union, also was den Haushalt betrifft, was aber jetzt auch angesichts dieser geopolitischen Situation den Umgang mit der Ukraine betrifft, denn wir wissen jetzt nun auch, wenn wir in die USA schauen, dass von Seiten Trumps mit Blick auf die Ukraine jetzt nicht sonderlich viel Unterstützung zu erwarten ist. Also das wird sicherlich ein wichtiger Punkt sein, inwiefern die Union hier verteidigungspolitisch nochmal was beitragen kann. Und ansonsten muss man ganz klar sagen, wird die Union darauf drängen, dass Olaf Scholz die Vertrauensfrage früher stellen wird. Aber das möchte Scholz natürlich nicht. Dann werfen wir noch einen Blick auf Deutschlands Rolle in der Welt. Neuwahlen soll es, wenn es nach Scholz erst einmal geht, ja erst im April, im März geben. Wie handlungsfähig ist Deutschlands bis dahin überhaupt auf internationaler Bühne? Ja, es ist hochproblematisch. Also man ist einfach traditionell in Deutschland auf Bundesebene nicht gewohnt und auch nicht eingeübt, eine Minderheitsregierung zu führen und entsprechend dann auch Handlungsfähigkeit an den Tag zu legen. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass man jetzt diese Wirtschaftstreffen, Wirtschaftsgipfel in den verschiedenen Häusern bei den ehemaligen oder noch bestehenden Regierungspartnern hatte. Also es gibt klare Herausforderungen, was die Wirtschaft betrifft. Es gibt aber auch eine wichtige Rolle Deutschlands innerhalb der Europäischen Union, die sich ja jetzt nochmal angesichts dieses US-Wahlergebnisses auch Zusammenhalt und gemeinsame Stärke demonstrieren muss, nach innen, aber eben auch nach außen in Richtung Ukraine. Und das wird eine große Herausforderung. Und diesbezüglich sind Neuwahlen, sollten eigentlich früh sein, damit man eben eine handlungsfähige Regierung hat. Aber wie gesagt, nicht alle Parteien haben dafür gerade eine Präferenz. Soweit also die Einschätzung von Jasmin Riedel, Politikwissenschaftlerin an der Universität der Bundeswehr in München. Vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne.